Lautstark werden Münchens Schwimmasse auf ihre Reise nach Rio geschickt. Zum Abflug von Philipp Wolf, Alexandra Wenck und Florian Vogel ist die gesamte Mannschaft der SG Stadtwerke zum Airport rausgekommen. Was den Abschied etwas salziger werden lässt. Ich finde es einfach mega cool, dass die ganze Mannschaft da war. Und vor allem, dass es dann wirklich, dass man dann merkt, man hat so einen Support und ja, besser hätte es eigentlich nicht sein können. Wahnsinnig, dass echt so viele gekommen sind, auch dann noch die Synchronschwimmerinnen. Also ich wusste nicht genau, wie viele kommen, wir arbeiten muss, aber dass echt so viele kommen und auch dann noch ein Video gemacht haben für uns. Ja, man war den Tränen schon sehr, sehr nahe. Also das zeigt halt auch, was man für ein wahnsinnig starkes Team da im Rücken hat. Und ja, ich glaube, besser könnte man nicht nach Rio starten, jetzt zu den Olympischen Spielen. Wir haben so ein geiles Team, das sich genauso für einen freut, wie wenn sie selber fliegen würden. Und genauso gehe ich es auch an. Also ich starte hier für München. Für Alexandra Wenck sind es ihre zweiten Olympischen Spiele. Die 21-Jährige hat sich über 100 Meter Schmetterling, 200 Meter Lagen und für die 4x100 Meter Lagenstaffel qualifiziert. Dass es jetzt wirklich real ist, ist Wahnsinn. Ich weiß noch, in London war das für mich alles eher surreal gewesen, dass ich dabei war. Und jetzt ist es wirklich, jetzt nehme ich das viel mehr entgegen. Und für mich ist das einfach viel... ja, wie soll ich sagen, es kommt jetzt wirklich. Zum ersten Mal geht für Florian Vogel der olympische Traum in Erfüllung. Der Freistil-Experte und vierfache deutsche Meister kann über seine Paradestrecken die 200, die 400 und die 4x200 Meter Staffel ins Becken gehen. Philipp Wolf ist der dritte Münchner in Rio und für die 100 Meter Freistil-Staffel gesetzt. Man belohnt sich selber für Jahre hinweg hartes Training, Wochenende früh aufstehen. Aufs Feiern verzichten, solche Sachen und ganz viel mehr. Eine coole Truppe und ich glaube dann auch dort unten, Flo und ich, weiß nicht, ob wir in ein Zimmer kommen, das wird auf jeden Fall eine geile Angelegenheit. Ja. Das Trio aus München wird von Olympiastützpunkttrainer Olaf Bünde begleitet. Zunächst geht es zur unmittelbaren Wettkampfvorbereitung nach Florianapolis, südlich von Rio. Dann haben wir noch dort 2 Wochen Training. Am 1. geht es für meine Gruppe und mich nach Rio ins Olympische Dorf. Und ich denke, wir sind alle ganz gut vorbereitet. Die nächsten 2 Wochen müssen wir noch was tun und dann denke ich, sollte das laufen. Ja. Nachdem vor 4 Jahren in London die deutschen Beckenschwimmer ohne Medaille blieben, sollen 2016 auch die Münchner für ein besseres Abschneiden der Mannschaft sorgen. Ganz großer Coup. Ich meine, da bin ich schon realistisch, dass halt Finale ist drin und wäre natürlich super geil. Aber es gibt natürlich auch viele andere Nationen, die auch so die Zeiten schwimmen, was wir wahrscheinlich schwimmen können. Ich meine, ich schwimme nur in der Staffel. Die bayerische Landeshauptstadt kann sich sehen lassen und ist auf jeden Fall, finde ich, cool, dass wir so viele Leute sind. Wie gesagt, in London war nur ich als Schwimmerin dabei, jetzt sind wir schon mal 3. Die Schwimmwettkämpfe beginnen gleich in der ersten olympischen Woche. Als zusätzliche Motivation können sich Alex Wenck, Flo Vogel und Philipp Wolf den Film ihrer Teamgefährten von der SG Stadtwerke immer wieder ansehen. Und bei ihrer Rückkehr aus München werden die Münchner sicher wieder lautstark empfangen. Ja!